Moderne Audioproduktionen brauchen vor allem Rechenpower, aber wie viel eigentlich? Das hier ist Apples kleinster, der Mac Mini mit M2-Prozessor und in absoluter Grundausstattung, also mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD für schlappe 589 Euro direkt von Apple gekauft. Und natürlich kann man damit auch grundsätzlich Musik aufnehmen und produzieren und auch abmischen, aber reicht dieses Leichtgewicht wirklich aus, um damit ernsthaft Musik zu machen? Um die Leistung vom Mac Mini mal einzuordnen, lade ich dich jetzt gleich zu einem absolut unwissenschaftlichen, nichtsdestotrotz aussagekräftigen Vergleich ein. Also wie schlägt sich dieser Mini-Mac Mini gegen ein ausgewachsenes MacBook Pro mit 16 GB Arbeitsspeicher für 2.499 Euro und dieses 19 Zoll 4 Höheneinheiten Rack-Dickschiff, also meinen Hackintosh mit dem damals größten i9-Prozessor und 32 GB Arbeitsspeicher? Bist du neugierig? Ich auch. Also finden wir es heraus. Jetzt. Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender. Mein Hackintosh hat richtig Power. Der hat einen i9-Prozessor, 32 GB Arbeitsspeicher, jede Menge SSDs. Der Prozessor läuft mit 3,6 GHz mit 8 Prozessen. Davon kann er, glaube ich, noch welche doppelt machen mit Hyper-Threading, also 16 Prozesse. Und wie du hier siehst, habe ich einfach mal eine Session aufgemacht, die hier so richtig mal ins Eingeweihte geht, also ins Eingemachte vor allem reingeht. Wir gucken mal kurz rein. Ich habe hier ein paar Kanäle angelegt und zwar mit einem Alchemy drauf. Der Alchemy ist ein Software-Synthesizer, der bei Logic mitgeliefert wird. Ich habe mal ausschließlich Plugins genommen, die bei Logic laufen, um den Vergleich auch machen zu können mit dem MacBook Pro und mit dem Mac Mini. Wir haben hier irgendeinen Patch drin, ich glaube 12 Strings heißt das, dieser Patch, der braucht schon ein bisschen. Und damit der auch richtig arbeiten muss, habe ich hier vor allem dafür gesorgt, dass der viele Noten gleichzeitig abspielen und auch halten muss. Das heißt, wenn wir hier mal schauen, siehst du, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Noten abgespielt werden. 7? Ja genau, 7 Noten werden gleichzeitig abgespielt und gehalten. Das heißt, um diesen Sound die ganze Zeit prozessieren zu können, muss der schon richtig arbeiten. Um die Arbeit noch ein bisschen auszudehnen, habe ich auf diesem Kanal dann einen Channel EQ draufgepackt. Hier ein bisschen was modelliert, irgendwie so einfach so wild drauf los und vor allem darauf geachtet, dass ich hier das High-Quality-Modell gewählt habe. Das bedeutet nämlich, dass er mit dem rechenintensiven Oversampling arbeitet. Und damit das noch nicht genug ist, hinten noch einen Stepper drauf, der noch ein bisschen die Töne noch ein bisschen modulieren soll. Der macht so dugi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Und um das Ganze dann abzurunden, noch einen fetten Hall hinten dran, der schön lange nachläuft, nämlich mit 8,19 Sekunden nochmal Nachhall drauf macht. Mit anderen Worten, pro Kanal muss dieser Rechner schon richtig arbeiten. Und hier auf der rechten Seite siehst du, dass ich hier vor allem mal den CPU-Meter angemacht habe, wo du schon siehst, allein in der Grundausstattung dieser Session, ohne dass sie spielt, muss dieses Gerät schon richtig arbeiten, um die ganzen Prozesse am Start zu halten. Denn ich habe nicht eine Spur genommen, sondern ich habe sage und schreibe 44 Mal das Gleiche gemacht. Das heißt 44 Spuren mit dem Alchemy, mit dem Equalizer, mit dem Stepper und mit dem Hall drauf, die jetzt gleichzeitig ablaufen. Und wir schauen mal, wie viel von diesen wirklich anspruchsvollen Spuren denn mein großer Hackintosh eigentlich wiedergeben kann. Achte mal hier zum einen auf die Auslastung, auf der anderen Seite wird er uns aber relativ zügig mitteilen, ob er das Ganze noch abspielen kann oder nicht. Ich drücke mal auf Abspielen, mal gucken, was passiert. Also, los geht's. Okay, alles klar. Das war auf jeden Fall schon mal zu viel. 44 Spuren sind zu viel. Ich versuch's nochmal. Okay, alles klar. 44 Spuren, definitiv zu viel. Nehmen wir mal eine Spur raus und gucken mal, was passiert. Also 43, immer noch nicht, nochmal ein zweiter Versuch, manchmal geht das. Ah, jetzt spielt er, guck mal. Mal gucken, was beim Übergang hier passiert. Okay, also 43, wir machen es nochmal rückgängig, vielleicht kann er ja jetzt doch 44 Spuren abspielen, mal nochmal von vorne. Ah, okay, alles klar, also jetzt geht's. Komisch. Aber jetzt nicht mehr. Also er konnte es noch einmal abspielen. Das heißt, die Grenze ist hier beim Hackintosh definitiv bei 43 Spuren. Das lassen wir mal notiert. Irgendwie 43 Spuren ist ja schon eine ganze Menge bei dem Rechenaufwand, den wir betrieben haben. Aber schauen wir doch mal auf mein MacBook Pro. Hier ist die gleiche Session aktiv. Das heißt, ich lege mal meine Tastatur zur Seite. Die gleiche Session ist aktiv. Wir haben auch wieder 44 Spuren. Mal gucken, was hier dabei rauskommt. Ich bin total gespannt. Also los geht's. Okay, spielt einwandfrei ab. Was passiert am Übergang? Okay,
Da steigt er also aus. Also hier 44 Spuren auf dem MacBook Pro. Auch spannend auf jeden Fall. Ich nehme auch hier mal eine Spur raus. So, 43 Spuren. Mal gucken, ob er die jetzt einwandfrei abspielen kann. Läuft. Nee, da will er dann nicht mehr. Also, nehmen wir noch eine Spur raus. 42 Spuren. Wird wirklich spannend hier nochmal. Oh, jetzt fängt er schon bei 42 Spuren an zu kotzen. Nehmen wir mal noch eine raus. Jetzt müsste es aber klappen, oder? 41 Spuren. Spannung steigt. Jawohl. Also, 41 Spuren. Noch einen Übergang abwarten. Mal gucken, ob er den auch noch schafft. Na, da ist er dann raus. Also 41, nehmen wir noch eine raus. Dann sollte es aber auch klappen. 40 Spuren. Auch immer schon eine Menge, ne? Dafür, dass das hier so ein kleiner Rechner ist und ich den Lüfter nicht mal hören kann. Nehmen wir noch einen Übergang mit. Diesmal müsste es aber klappen. Jawohl. Also. Dann haben wir insgesamt, was haben wir hier? 43 Spuren beim großen Hackintosh, 4 Höheneinheiten, wie gesagt, in meinem Rack und der muss richtig mal lochen. Das ist eine riesige Maschine, die richtig Dampf braucht. Ich glaube, der braucht 500 Watt irgendwie. Der Mac hier, der Macintosh, der Mac Pro, das MacBook Pro braucht deutlich weniger Strom, definitiv, und läuft vor allem jetzt hier gerade mit Batterie, also problemfrei hier mit 40 Spuren, also 4 Stück weniger, 10% weniger würde man da sagen, knapp ungefähr. Aber gucken wir doch jetzt mal, was der Mac Mini denn eigentlich kann. Der Mac Mini steht oben im Büro, im Spielzimmer, muss man sagen, von meinem Sohn. Und da gehen wir jetzt mal hin und gucken mal, was der Mac Mini so abliefert. Selbe Session, selbes Projekt und Mac Mini mit einem kleinen Lego-Klotz oben drauf. Ist ja klar, ne? Also, starten wir mal bei 44 Spuren, mal gucken, was passiert. Nein, 44 Spuren nicht. Nehmen wir direkt drastisch raus, ne? Wir nehmen mal hier 4 Spuren raus, gehen wir mal auf 40, mal gucken, was passiert. Auch nicht. 40 Spuren sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Nehmen wir nochmal 4 raus. 36. Nein, 36 auch nicht. Gucken wir mal bei, ich nehme immer so in 4er Schritten raus, weil der Rechner kann ja doch deutlich weniger, ist schon klar, aber wir gucken mal, wo wir rauskommen. Also, 32 Spuren. Na, jetzt gehe ich mal in 1er Schritten. Spannend wird es jetzt auf jeden Fall. Mal gucken. Also, 31. Ah, jetzt hat er schon ein bisschen länger abgespielt. 30. Nochmal versuchen. Jetzt spielt er. Ah, noch nicht ganz. Nehmen wir mal 29 Spuren. Also die noch weg. 29. Nochmal ein zweiter Versuch. Nein, 28. Ah. Und der Übergang? Na, hast du ja fast gedacht. Zweiter Versuch. Nein, also 27. Nochmal. Er spielt auf jeden Fall schon mal. Yes. Und noch ein Übergang zur Sicherheit. Jawohl. 27 Spuren. Nicht schlecht, oder? 62% der Leistung von meinem großen Hackintosh in diesem kleinen Gehäuse, der noch nicht mal Geräusche macht und weniger als ein Viertel dessen kostet, was mein MacBook Pro kostet, finde ich mehr als respektabel. Und nur damit du das mal nochmal einjustieren kannst, ich habe mal die Spuren des Monats hier aufgemacht im Premium-Bereich, komplett fertig ausproduziert und achte mal darauf, was die CPU-Auslastung von meinem Rechner hier macht, während ich diesen Song abspiele, der wirklich nicht schlecht klingt.
Also bis auf einen Prozess, der vielleicht ein bisschen ausflippt, der Rest des Rechners langweilt sich bei unter 25% zu Tode. Mit anderen Worten, du kannst dir vorstellen, dass die Produktion auch auf diesem Rechner einwandfrei durchlaufen lassen würde. Und deswegen Doppeldaumen nach oben für den kleinen Mac Mini. Wirklich ein schöner Einstieg für verhältnismäßig kleines Geld. Vor allem so ein kleiner Rechner, der braucht nahezu keinen Platz, nur einen Monitor drauf. Und das Ganze dann wirklich schön verpackt, keine Geräusche, super Ding. Kleine Empfehlung meinerseits. Natürlich ist es besser, etwas mehr Arbeitsspeicher zu nehmen, also 16 GB und auch eine größere Festplatte. Aber selbst wenn du das nicht nimmst und nur das Einstiegspaket hier, das Basispaket nimmst, bist du auf jeden Fall für Musikproduktion gut ausgestattet. So viel kann man sagen. Und wenn du noch wissen möchtest, was ich meinem Sohn sonst noch so ins Studio gestellt habe, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!